Die Bäckerei K&U soll bis Ende 2023 zerschlagen werden. Auch die Filiale in Reutlingen ist davon betroffen. Deshalb kamen am Sonntag die Beschäftigten zu einer Protestkundgebung zusammen. Auch der Reutlinger SPD-Landtagskandidat Ramazan Seljuk schloss sich den protestierenden Menschen an. K&U beschäftigt rund 3.500 Menschen und ist eine Tochter der Edeka Südwest. Die Filialen sollen nun den Edeka-Einzelhändlern zur Übernahme angeboten werden oder eben geschlossen werden. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten fordert Edeka Südwest dazu auf, diese Pläne aufzugeben. Denn bei einer Übernahme würde den Beschäftigten eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen drohen.